Hallo und willkommen zurück zu Fabled Woods, einer weiteren Folge. Und wie ich es bereits in der letzten Folge erwähnte, Achtung, Spoilerwarnung. Oh, ist das dunkel hier. Ich stelle mal ein bisschen den Gamma-Wert höher für euch. Damit es ein bisschen heller auf YouTube ist. Ich hätte gern... Oh Gott. Hallo? Puh, das war schon eine Mutprobe. Eigentlich war es ja keine Hülle, es war nur ein Spalt. Was erwartet uns jetzt hier? Und wie unglaublich, unfassbar gut das einfach aussieht. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber es ist wirklich so. Unfassbar. Was hat uns Sarah noch zu erzählen? Und die Musik ist echt schön. Die werde ich, glaube ich, auch in meiner Playlist aufnehmen. Die ist wirklich bezaubernd. Also... Mein Rucksack. Den kann man auch leicht übersehen. Wenn ich es mal so sagen darf. Brian. Errungenschaft freigeschaltet. UO. Oder, oh, der Rucksack von Brian. Wer ist Brian? Und ein Seil. Ich finde es mal schade, dass die Tracks mal so kurz sind. Die können ruhig ein bisschen länger gehen. Ich höre schon wieder den Geschrei. Weiß nicht, warum ich immer so einen Schrei höre. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob wir mit Sarahs Geschichte durch sind oder ob wir jemand anders jetzt kennenlernen oder ob wir noch weiteres hören von Sarah. You're here, finally. Let me tell you a story. You'll like this one. It's about you. Now, I wouldn't call you the hero, but everything in it revolves around you and what you did. You don't remember anything, do you? Of course not. You're a coward. I'd say you disgust me, but, well, it's a little more complicated than that. Come on, through the door. You're so close now. Don't you want to know how all this ends? Wir lernen also Todd kennen und er sagt, er kennt uns und diese Geschichte dreht sich um uns, denn wir sind kein Held in dieser Geschichte, denn wir sind ein Feigling, sagt er. Was haben wir getan? Das frage ich mich schon seit Anfang an und eine ominöse Tür einfach im Wald? Was ist das denn da? Warum leuchtet das blau? Ist das so gewollt, dass das da blau leuchtet? Komm da nicht hin, ne? Nein. Ich darf leider nicht zum Wasser verlaufen. Aber... Das... Ja, warum nicht? Dann schauen wir mal. Okay. The old lab.
so cramped working cheek by jowl with those fools on their useless, stupid little trivialities. Nothing more than distractions. They dismissed my ideas as wrong, then begged my help for their own work. If only they could have seen what I was working on behind their backs. I knew I had to get out before they found out what my little side project was. They wouldn't have understood. They couldn't. I was so very far beyond them. Die Periodiktabelle, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, gleich. Bluescreen, ach du Heiliger. Background results, okay. Abstract, lala. In order to improve the risk of the produce. Lalala. Schade, ich würde das gerne alles lesen. Hospital of America. Mary Reynolds oder Reinholds. Patient-ID, age 24 Jahre alt. Okay. Was ist das für ein Labor? Und Raytracing ist an? Ja, man sieht's. Boah, es sieht schon geil aus mit dem Raytracing, ne? Musik? Musik! Okay. Was steht da oben? Ja, das Neighbor geht Double Universe Size, was? Okay. Na dann. Schauen wir doch mal. Zurück im Wald. Im Wäldchen. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Arbeiten wir vielleicht im Labor? Aber was haben wir getan? Isolation. Space to breathe. To think. To work. No more dingy little space hidden away from prying eyes. Out here, I am free. It also neatly solves the problem of disposal. When I'm finished with any biological material, human or animal, I simply seal it in a bath of acid and drop it to the bottom of the lake. What I wouldn't give for an incinerator. Still, there are always trade-offs, and I must make do with what I have. A small price to pay. Ach du Scheiße. Oha. Boah, das sieht so cool aus. Aber das hat einen sehr, sehr bitteren Beigeschmack gerade, wenn ich das sagen darf, wieder. Das, oh nein. Vermisste Person von Chris Gord, Korrespondent der Daily Read. Am vergangenen Donnerstag verschwand die 28-jährige Jessica Wheeler bei einer Wanderung im Wald außerhalb der Stadt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass ihr Verschwinden nicht im Zusammenhang mit einem Verbrechen steht. Als man sie zuletzt sah, trug sie Wanderkleidung, braune Stiefel, eine braune Khaki-Hose sowie ein dunkelgrünes Oberteil. Außerdem trug sie einen Wanderrucksack bei sich. Ihre Freunde und Familie, die ortsfremd sind, wurden kontaktiert, doch niemand hat sie seither gesehen. Sie liebt das Wandern, ist gern im Wald. Wir waren immer besorgt, dass so etwas passieren könnte. Aber doch nicht unsere Tochter, sagte uns Suzanne, Jessicas Mutter. Die Familie hat eine Belohnung in Höhe von $1,000 für Hinweise ausgesetzt, die zum Aufenthaltsort von Jessica führen. Oh nein. Oh nein. Ich habe ein ganz übles Gefühl. Huch, da flimmert's wieder. Oh mein Gott.
Sacrifice. I'd often ask myself if what I was doing was right, was just. Progress demanded sacrifice. Imagine the potential. Cures for cancers, for wasting diseases and childhood afflictions. If I could rid the world of these things, nobody would care about how I did it. I'd be a hero, forever immortalized as one of the true scientific greats. Oh nein. Sind wir Wissenschaftler oder Professor oder und haben alles auf Rücksicht auf Verluste gegeben, um... Guck mal, Larry, Sarah. Alles gegeben, um ein Heilmittel zu arbeiten für irgendwas. Ist von uns jemand gestorben und wir haben... Alter. Bitte nicht. Sag mir das bitte nicht. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was haben wir getan? It worked. The experiment. It worked. A breakthrough I could never have dreamed of back under the watchful eye of those fools. I had my doubts back in my old lab, but out here, I felt anything was possible. And I could do absolutely anything. Paar verschwunden von Chris Grott, Korrespondent der Daily Read. Der 32-jährige Nick Rafter und seine 34-jährige Ehefrau Ashley Rafter sind seit einer Wanderung in den Wäldern am vergangenen Dienstag verschwunden. Freunde und Familie sagten sie, sie wollten bis Freitagmorgen zurück sein, doch bisher fehlt jede Spur von ihnen. Es heißt, man habe ein Lager gefunden, das den Verbrechen nahe liegt. Es habe einen Kampf gegeben. Man geht von einer Entführung aus und fürchtet, ihr Leben könnte in Gefahr sein. Als man sie zuletzt sah, trugen sie Wanderkleidung, Stiefel und Rucksäcke. Sollten sie sachliche Hinweise haben, melden sie bitte der örtlichen Polizeibehörde oder kontaktieren sie uns bei der Daily Read. Der 32-jährige Nick Rafter und seine 34-jährige Ehefrau Ashley Rafter. Das war der Rucksack, den wir ganz am Anfang des Spiels gefunden haben. Das Camp. Oh mein Gott. Sag mir bitte nicht, dass das wahr ist. Oh nein. Was für... I didn't have the evidence yet to support my findings. I needed to replicate the experiments. Go further. Be bolder. I had no choice, did I? I took another. A man camping with his wife. I needed him. If I hadn't taken him, they might have stumbled on my lab. It's too valuable. I can't stop now. That's what I told myself as I beat the wife to death with a rock. She tried to stop me from taking her husband. Sacrifices had to be made. But I lay awake at night. I couldn't get her face out of my head. Frau mit dem Stein totschlug? Nein. Das heißt, die Leiche am Ufer. Moment. Die Leiche am Ufer war ja dann unsere Frau? Oder? Oder war das? Weil hier war ja Nick Rafter, ne? Ja. Wir haben also gemordet, weil wir ein Labor in den Wäldern hatten, um irgendwas zu forschen, Heilung auf irgendwas. Und, oh nein, Alter. Boah, das ist bitter. Alter Schwede. Haben wir ihn dann auch beobachtet, den Larry? Weil er fühlte sich, sind wir der Beobachter? Kann das sein? The old man had to die. While he'd been staying in his cabin, he went to the police. I decided to see what effects the grafts would have in terms of aggression and capacity for violence in the subject. Nothing could have prepared me for this. It tore him apart. Aber er hat ja nicht den Jungen ermordet, ne? William ist ja durch Ertrunken gestorben.
Also hat er Larry auch umgebracht. Also wir. Oh nein. Also war es kein Selbstmord, sondern wir haben Larry ermordet. Für ein Stück Wissenschaft. Für ein bisschen Forschung. Ein bisschen Leben retten. Weitere Opfer bringen, um andere zu retten. Alter Verwalter, es ist, puh. Ja. Meine Tastatur ist im Übrigen immer noch rot. Ich habe so eine RGB-Tastatur. Und die ist die ganze Zeit rot. I just want to be left alone. Why do they keep coming? I couldn't let her find out what happened. She didn't deserve this, though. I can't stop it. Can't control it. What have I done? How could I be so wrong? Aber was mit Sarah passiert ist, wissen wir nicht, ne? Ihre Geschichte war einfach zu Ende, oder? Nachdem sie hier die Leichen aufgedeckt hatte. Oder die Leiche. Oder erfahren wir das jetzt? Last night I had a nightmare. I was in the woods. Everything familiar, walking through the trees. He was there, the old man from the cabin. He spoke to me like a friend. Every night now, the same dream, the same path, the same voice. I can't sleep. When I do, I awaken among the trees. She is in them too. Now, the woman, the digger, she's not my friend. She screams at me, but I can't wake up for hours. She knows everything I know. She knows what I did. Sie weiß, was ich getan habe. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Oh oh. Das ist die Hütte von Larry. When we last spoke, I told you to learn your story. To find answers. To find those stories I couldn't finish. You wronged us. Both of us, in the worst ways imaginable. But what's done is done. You can't change that. Nobody can. There's no sense in going back and reliving it over and over. The outcome is always the same. I made a life digging up the past, but now it's time to put it to rest. You understand now. We couldn't just tell you. We had to let you see. And now, you know what we know. You feel what we feel. We couldn't rest until we moved on from this. And neither can you. Over and over again, you've lived this, seen this, again and again. You're cursed, can't you see it? The weight of the guilt drags you down and sets you back on that path, endlessly. There's only one way this ends. But for us, it already has. What you did was awful, but you know that now. You feel the truth burning inside you. An animal you must set free. Acknowledge what you did. End the cycle. Move on. And know peace. We forgive you. Der endlose Kreislauf. Again, the same dance, the same steps. Why? You know all this. You've known it all along. And yet every time you choose to forget, to wake once more among the trees, to relive your nightmare, our nightmare, you push the truth away, refuse it, so much so it's become me. But I don't exist. Only you do. You and all you've done. Enough, enough of this. You can't keep walking that path like a stranger. You can't keep choosing to forget as you have. It's starting to break down. The dream,
your memories. Keep pushing through, taking her voice, my voice, your voice. It's time. You can't do this again. Walk that path again. It has to end. And here's where it finally stops. You can't keep turning your back on what you did. You can't keep lying to yourself. Just stop. Stop. Only you can make the choice. So what will it be? Nur du kannst es beenden. Die Entscheidung. Oh mein Gott. Was wir getan haben, ist abscheulich und... Also... Ja. Und wir werden es immer und immer wieder durchleben. Diesen endlosen Kreislauf. Warum? Und wieso? Und jetzt müssen wir uns entscheiden. Leugnen oder akzeptieren? Eigentlich bleibt keine andere Wahl. Wir haben es getan. Wir können es ja nicht leugnen. Wir haben es getan. Wir akzeptieren es und beenden damit den Kreislauf. Ich hoffe es. Ich hoffe, wir haben es. Nobody should live in hate and sadness forever. By choosing the love of those you wrong, you allow them to let go and move on in peace. So too shall you. To my leather grandfather, I miss you. Grandfather Larry, I miss you. Ja, das war The Fabled Woods. Ein kurzes Mini-Let's Play, wie ich aber finde, ein sehr, sehr cooles Mini-Let's Play. Also, ich bin überwältigt. Also, großartiges Spiel. Wirklich ein richtig cooles Spiel. Bitte spielt selber. So sah es im März 2019 aus. Wahnsinn. Krass, dass sich das dann verändert hat, ne? Also wirklich ein großartiges Spiel. Auch wenn es kurz war, muss ich sagen, richtig, richtig gut. Dan Scott Udenberg hat es gesprochen, den Larry. Also auch die Stimme richtig gut. Guck mal, September sah es schon so aus, September 19. Heftig bei der Entwicklung. Nein, aber wie gesagt, also mega. Mega Spiel. Auch wenn es, wie gesagt, kurz war. Eine tolle Geschichte, richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen. Bitte kauft's, unterstützt die Entwickler. Es wäre ganz, ganz toll, damit wir vielleicht noch viel, viel mehr von sowas sehen. Und ja. Und ja, was soll ich sagen? Es sah aber auch unglaublich gut aus. Ne? Es war wirklich ein großartiges Erlebnis. Ich glaube, drei Völkchen wird es nur. Drei Folgen haben wir, glaube ich, jetzt nur zusammen. Aber dafür, ja, roundabout ein rundum gutes Paket. Schön. Also schöner Soundtrack vor allen Dingen auch. Gut, jetzt am Ende fehlt mir ein bisschen Soundtrack, aber ich muss sagen, cooles Game. Head up, vielen Dank
thank you for the key. Und CEO und Founder Dieter Schöller. Jawohl, hallo Dieter, ich grüße dich. Liebe Grüße übrigens. Unbekannterweise. Danke, dass ich spielen durfte. Wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank. Ein tolles Spiel. Mir gefällt sowas immer wieder gerne. Ich bin so gespannt auf noch viele, viele andere Spiele und Titel, die ich gerne noch spielen möchte und euch auch mitnehmen möchte und zeigen möchte, wenn ich es natürlich darf. Und ja, man hat einfach zu wenig Zeit. Das ist so das Problem. Man hat einfach zu viele Spiele aktuell und zu wenig Zeit. Und ihr wisst ja, ich spiele ja auch viele kleine Spiele, so wie das hier zum Beispiel. So kleine Indie-Games und mittlerweile sind aber auch die Indie-Games unabhängig jetzt von diesem Spiel, aber mittlerweile sind auch die Indie-Games teilweise auch mittlerweile größer geworden und die entwickeln sich ja auch immer weiter und es ist einfach unfassbar, was auf dem Spielemarkt los ist. Man verliert ja mittlerweile so den Überblick. Es ist einfach unglaublich. Du fängst ein Spiel an und es ist gerade frisch raus und paar Tage später oder so ist schon Neues draus und du bist immer noch bei dem einen und ja, das, dann kommst du einfach, ja, du kommst einfach nicht voran und hängst dann da und ja, was, sind wir jetzt durch? Ich drücke eine beliebige Taste. Ah. Ja. Das war's. Das war The Fabled Woods. Ein großartiges Spiel, wie ich finde. Wie gesagt, kauft es euch, gönnt es euch. Ein rundum super schönes Story-Mini-Adventure-Erlebnis-Simulator, Walking-Simulator im Wald. Cooles Game. Ich weiß gar nicht, wie man diese Art von Spiel nennt. Story-Adventures? Weiß ich jetzt gar nicht. Bin mir jetzt nicht sicher. Weil so Walking Simulator finde ich immer so komisch. Bei Walking Simulator muss ich immer irgendwie denken, man geht durch einen Wald und wandert rum und es passiert nichts. Weißt du, keine Story, sondern einfach nur rum, sich umgucken und fertig. So, weißt du, so Schuhe zum Wechseln und Ende. So, weißt du, mehr ist dann nicht. Aber das ist so eher so, ich weiß nicht, so Story-Adventure würde ich jetzt behaupten, dass es ist. Naja, also, was bleibt mir abschließend zu sagen? Wie gesagt, tolles Spiel, ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem weiteren Spiel wiedersehen, hier auf YouTube oder halt, im Stream. Und würde sagen, das soll es gewesen sein von mir. Und ich wünsche euch noch, ja, alles Gute, bleibt gesund vor allen Dingen und, macht's gut, bis dann. Tschüss, euer Flexi.